Und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen ausgestattet und jetzt laufen wir mal direkt, ja, die lassen wir mal stehen, laufen wir mal direkt zum Dekobaum. Der hat nämlich was zu erzählen. Dekobaum. Ah ja, Dekobaum, ich bin zurückgekehrt. Ich mach mich mal weg, ne? Oh, Navi. Du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Salas. Höre nun die Worte, die ich, der Dekobaum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Salas, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Aber sicher doch. So sei es. Tritt ein, tapferer Salas, und auch du, Navi. Navi, holde Fee, unterstütze Salas. Und du, Salas, höre mit auf Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. Die sind absolut die Worte der Weisheit. Hey, Navi! Hey, Link! Wissen! Wusstest du schon, wir müssen hier lang? So, bevor wir da reingehen, werde ich mal eben kurz hier reinrennen. Und hoffen, dass ich irgendwann den Controller ein bisschen mehr im Kopf habe. Oder irgendwie ein bisschen glatter steuern kann. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass der Controller nicht ganz so, ja, so stufig ist, sag ich mal. Der ist sehr, das kann vielleicht daran liegen, dass es halt kein Original N64 Controller, das ist ja klar. Weil der Original N64 Controller hat natürlich kein USB. Ja, deswegen, wir haben ja bei der letzten Folge schon gesehen, als ich da die Treppe hochlaufen wollte, habe ich mich. Ah ne, die Brücke da lang gelaufen bin. Ich hoffe einfach mal, dass ich das eventuell ein bisschen mehr in den Griff bekomme. Wir schauen einfach mal, wie das so wird. Aber erstmal, wir sind im Dekobaum. Und der Dekobaum hat ja wunderbare Sachen für uns. Unter anderem die Dekonuss. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf platzieren. Wirf die Dekonuss, sie wirft zerplatzen und deine Gegner betäuben. Jetzt kommt kein riesiger Text bei den. Also Dingens. Den Stab habe ich aus Versehen übersprungen, weil ich dachte, ich könnte einzeln überspringen. Ja, Navi. Navi möchte mir sagen, dass wir da durch dieses Netz fallen können. Es sieht ein wenig zerreißbar aus. Irgendwie so. So. Na, schauen wir mal, wie das alles so wird. Und ich meine, ich bin froh genug, dass ich das so vernünftig spielen kann und auch aufnehmen kann. Das kommt natürlich auch dazu. Weil ich habe das Spiel natürlich. Ich habe das Spiel natürlich wieder ordentlich original bei mir hinter, also da hinten liegen. Ich habe auch eine Konsole und alles, aber das dann abgrabbeln wäre ich, glaube ich, nicht so gut. Egal. Sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. Vielleicht geht das, aber vielleicht müssen wir erstmal die Kiste angucken. Und hier ist natürlich die ikonischste Waffe aus dem kompletten Zelda-Universum. Das Beste vom Besten. Werthers Echte. So, ich setze mich mal ein bisschen weiter zurück. Vielleicht klappt das dann. Weil hier der Schreibtisch, ich habe so einen großen Schreibtisch. Blaue Räume hast du bereits aufgesucht. Also die Karte. Der blinkende Raum zeigt deine Position. Bewege, um ein Stockwerk auszuwählen. Also, wir können uns nun die Karte angucken. Merkwürdig, mein Preview war gerade schneller als das Original. Merkwürdig. Hier können wir uns jetzt anschauen, wie die Map aussieht. Es ist eine Map. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Hier können wir noch nicht hoch, weil diese komischen Viecher da was gegen haben. So.
Und deswegen gehen wir erstmal hier rein. Um eine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Ich verstehe, warum wir die Fee brauchen. Warum die uns helfen muss. Weil, wenn wir es nicht schaffen, auch nur 5 Grad nach oben zu schauen und mit Leuten zu reden, ohne diese Fee, oder eine Tür zu öffnen ohne diese Fee, dann ist es, liegt es auf der Hand, dass wir wirklich Hilfe brauchen. Komm her. Bam! In die Fresse. Komm her. 2, 3, 1, wie war das? Vergebung, Herr! Lass du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue? Springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung bei den... Ach, den Wunderblut nach vorne? Rollst du dich ab und linderst so den Aufprall? Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Probier es einfach aus, wenn du den Mut dazu hast. Ich verschwinde. Hohohoho. Erstmal schön ein Herz gekackt. Leider brauche ich das noch nicht. Oder Gott sei Dank, je nachdem. Wer das, wer Link to the Past geschaut hat, weiß, wie gut ich mit Herzen arbeite. Herzen sind nicht lange bei mir. Ta-ta-ta-ta. Die Feenschleuder. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf dem Blablabla oder platzieren. Drücke C, um die Schleuder zu benutzen. Halte C und ziele mit lasse C los, um Deko-Kerne abzuschießen. Wenn du sofort schießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lass dann los. Alles klar. Hey, erst einmal. So. Ich kann auch mal ein bisschen was ausrüsten, ne? Wir haben ja ein bisschen Items gefunden. Und hier haben wir das Item-Inventar. Wir machen mal so. Ich glaube, das so hatte ich das. Nein, das fühlt sich komisch an. So fühlt sich das besser an. Ich bin mir nicht sicher. Ist auch im Endeffekt wurscht, weil das habe ich auf keinen Fall. Oh, ein Herz. Auf keinen Fall im Muskelgedächtnis, wo was ist. Das muss ich eh gucken. So, ja. Oh nein, das ist invertiert. Das wird eh was Witziges, wenn man irgendwo mal auf Zeit schießen muss. Wir werden sehen, ob ich es geschissen bekomme oder auch nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Was haben wir? Ja. Ich muss diesmal tatsächlich ein bisschen auf den Timer achten, dass wir nicht allzu lange machen. Hat ja bei dem letzten Mal auch geklappt, halbwegs. Ja, Termine. Komm her. So. Das Doofe ist, wenn man hier hochklettert und einer von den beiden ist da, die... oh, ich habe das Gefühl. Ja, das wird eng. Das schaffen wir nicht. Nein! Oh, oha. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Interessant. Ich habe mal im Speedrun gesehen, dass der einfach nur eine abgeschossen hat. Das wollte ich mal ausprobieren, ob das geht. Warte mal. Ah, du bist es. Naja, dich brauche ich nicht. Wir gehen mal hier weiter. Oh oh. Oh oh. So. Haben wir das? Ja, ich muss erstmal. Natürlich erstmal was Interessantes machen. Wir haben ja ein paar Stöcker. Flum. Und. Ha. Okay, wir machen damit einfach nur die Tür wieder auf. So. Dann machen wir was anderes Interessantes. Haha. So. Erstmal zu der großen Kiste dahin. Yeah, toll. Wir gehen später zu der großen Kiste. So, das meine ich. Ich bin irgendwie... Mit der Steuerung ist... Die ist nicht sehr stufenlos. Das ist ein bisschen komisch. Da muss ich mal gucken, ob das am Emulator liegt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das liegt tatsächlich an dem Controller. Was ich sehr schade finde. Ich habe mir den extra geholt und ich glaube, der hat... Ja, 8 Wege. Ja, 8 Wege. Egal.
Der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Beziehungsweise eigentlich ist der Kompass... Ich finde den für spätere... Ja, komm. Das meine ich mit 8 Wege. Ich habe aber das... Ich bin mir nicht sicher. Ich muss gleich mal irgendwann oder heute Abend mal das auf dem Original mal anschauen, ob der auch so stufig war, die Kontrolle. Das kann gut sein, dass die... Ja, die Kontrolle. dass die Steuerung genauso, genauso stufig war oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Du hast eine goldene Skulltula zerstört. Du erhältst dafür ein Skulltula-Symbol. Nummer 1 von... 100. Und das ist eine Challenge, die werde ich auf keinen Fall machen, weil ich die in meinem Leben noch nicht geschafft habe. Und das werde ich vor Kamera auf keinen Fall machen. Das, da gibt es genug Videos, um sich dann anzuschauen, wo alle 100 sind und so weiter. Es sei denn, wenn ich sag mal, ja, ich habe eine durchschnittliche Viewerzahl von ungefähr 2. wenn 50 Leute darunter schreiben, wir möchten das gerne, dann mache ich das. Was auf keinen Fall halt passieren wird, deswegen. Und wenn das tatsächlich passiert, dass ich 50 Kommentare habe von 50 verschiedenen Leuten, dann mache ich das aber, sonst, das wird halt niemals passieren. Von daher bin ich da ganz zufrieden. Oh nein. Daneben. Eieiei. Oh, die Steuerung. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zufrieden bin mit dem Controller oder nicht. Es kann sein, dass ich mich vielleicht da mal weiter umschaue. Ja, Deku-Kerne habe ich jetzt gar nicht vorgelesen. Deku-Kerne sind halt die Munition unserer Deku-Kern-Schleuder. Kann man sich ja denken. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier ein bisschen gerader darunter falle. Vielleicht gibt es hier ja... Ich glaube nicht. Ein paar Herzen. Hm? Oh. Ah, irgendwie... Na, komm. Es fühlt sich sehr unrund an. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es fühlt sich halt sehr an, als, Ach Gott, da muss ich ja wieder da hochklettern. Es fühlt sich alles ein bisschen unrund an von der Steuerung, ne? Das liegt aber, glaube ich, am Controller. So, komm, wir machen uns diesmal nicht so schwer. Das kann aber auch sein, ich bin mir nicht sicher. Ich gucke gleich mal, also nach am Ende dieser Folge schaue ich mal nach, was der Emulator sagt, ob der da irgendwelche Einstellungen hat. Weil eigentlich, sagen wir mal so, eigentlich hatte der Controller gute Bewertungen. Ja, mal schauen. Ne? Kann ja immer mal sein, dass man einfach Probleme hat. Weil, der ist sehr... Ich kann hier im 12,5 Grad Winkel mich nur drehen. Also ein Achtel eines Kreises. Und dann kurz vorher machen wir das hier. Das ist nicht so cool. Ja, sonst... Na, ich schaff das. Ich schaff das. sonst, ich mach mal eben kurz Pause und schau mal, ob ich da irgendwelche... Sachen ab. Einen Moment. Warte. So, Pause. Oh, da bin ich wieder zurück. Ich habe nichts rausfinden können. Es liegt, glaube ich, an dem Controller. Ich habe aber was anderes. Ich mache jetzt meinen... Den Xbox-Controller habe ich jetzt mal umgedingst und dadurch, wenn du siehst, das ist der Kreis, den ich mit dem Xbox-Controller mache. Und, warte, jetzt hole ich mal den hier. Das... Okay, den will er jetzt nicht mehr, aber der macht dann halt so ganz, ganz komische Sachen. Deswegen laufen wir jetzt mal mit dem Xbox-Controller. Schade eigentlich, aber ich finde, das war zu hakelig. Da kann ich... Das ist dann so doof. Ihr habt ja gesehen, wie merkwürdig das ist. Mal schauen, wie gut das eingestellt ist. Ich glaube, ich habe es nicht richtig eingestellt insgesamt. Das könnte ein bisschen merkwürdig sein. Oh ja, jetzt merke ich es gerade. Ich habe das D-Pad ist quasi meine C-Knöpfe und wenn ich schießen will, dann muss ich so ganz komisch, aber ich glaube, das geht. Das zurück ist so. Okay.
Ja, ich glaube, ich komme zurecht. Tja, was wollen wir machen? Schade, dass der Controller nicht so schön ist, aber ihr habt schon gesehen, wie sehr mir das einen Strich durch die Rechnung macht. Und ich habe auch schon vorher... Der Controller ist kacke. man kann sagen, was man will, der Controller von der N64 ist speziell. Warte mal. Ich habe gerade... Oh, was habe ich gemacht? So, Controller-Plugin. So, macht es nicht kaputt. Ich habe gerade mal geguckt. Ich glaube, wenn ich das... Machen wir so. Save. Alles klar. Ich habe C... Z. Ah, ich habe natürlich nicht gespeichert. Einen Moment. Ihr seid live dabei, wie ich das hier verhackstücke. So, das würde ich gerne auf Z machen. Also den linke oder L2 für die PlayStation-Leute ist jetzt für mich Z. Das war gerade das, was mein Körper daraus machen wollte. Und jetzt... Ernsthaft? Da müsste das eigentlich runter. Es ist das erste Rätsel, in Anführungszeichen. Irgendwie habe ich es nicht geschafft, in der Mitte zu landen. Ich mache es nochmal so, dann haben wir ein bisschen weniger... Hey! Navi ist nicht zufrieden damit, dass wir da ein bisschen bouncen, aber es piept zumindest nicht mehr. Das ist doch was Feines. So. Ja, ein bisschen... Ich bin gerade ein bisschen traurig, dass ich nicht mit dem schönen Controller spiele, der halt für drei Hände gebastelt wurde. Aber ist halt so. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal jetzt, dass wir da runterspringen. Ohne zu sterben. Und vielleicht auch aus der richtigen Höhe. Vielleicht muss ich auch einen... ich glaube, ich muss einen Angriff machen. Ne? Hier den... Weißt du? Den Schlagangriff. Aber ich gehe mal zu der Seite, weil da hing, glaube ich, ein Herz in der Luft. Es sei denn... Ja, ich glaube, wir müssen dann da wieder gegen so ein Vieh kämpfen, ne? So, ja, da kommt doch ein Vieh. Aber ich glaube, das können wir machen. Die sind ja nicht allzu schwer. Komm her. Und... Ja. So. Und dann hier runter. So. Yes. Es hat nur zwei Controller und zwei Herzen gebraucht. So, und das und das und das. Das wollte ich nicht. So, das wollte ich. Und zwar... Yeah. Das war klasse. So. Und so. Und hüpf. Und dann wollen wir da nämlich hoch und da kriegen wir schon die zweite goldene Skulltula. Ta-ta-ta-ta. Du hast deine goldene Skulltula zerstört. Du erhältst dafür ein Skulltula-Symbol. Ja, das, muss ich, glaube ich, nicht jedes Mal vorlesen. Ah, okay. Da komme ich so nicht lang. Aber ich habe eine Vermutung, wie wir da wohl langkommen können. Das Tolle an diesen goldenen Skulltulas ist, ihr habt vielleicht gesehen, dass der dann eine keine Dingens ist. Beziehungsweise Navi kennt die goldenen Skulltulas nicht. Die sieht die nicht. Die sieht nur die Marken. Und das ist insoweit doof, dass wir halt die nicht anzünden natürlich, dass wir sie nicht anvisieren können von selber. Jetzt kann man ein bisschen gucken. Warte mal. Ich habe das doch ein paar Mal schon gemacht hier. Ja, okay, da komme ich nur ganz nach oben hin. Ich müsste doch eigentlich in der Lage sein, hier hoch zu springen. Oder hier hoch zumindest. Ah, okay. Ja, alles gut. So, machen wir hier ein Feuer. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Lass mich. So. Hauptsächlich verwirrt, weil ich mit diesem Controller das spiele. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber das, ist mein Problem, nicht euers. Und von daher... Toll. Klasse.
Ah ja, erstmal, bevor wir es vergessen. Komm her. Ta-ta-ta-ta. Ein Scutula-Symbol. Das sind wir drei, ne? Ja, haben wir schon drei. Das heißt noch sieben. Zur... Ja. Nicht so weit. Macht das Feuer nicht aus, Fräulein. Ja, alle zehn, da verrate ich, glaube ich, auch nicht zu viel. Alle zehn bekommt man ein, eine tolle... Ein kleines Gimmick, sagen wir es mal so. Ein kleines Gimmick. Und dieses kleine Gimmick wird uns sehr, sehr weiterhelfen. Zumindest eines davon, wenn ich mich nicht vertue. Er geht mir her. Ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei und ich gebe ein Geheimnis preis. Nie wirst du meine Brüder bezwingen, wenn du sie nicht in der richtigen Reihenfolge besiegst. Merke dir 2, 3, 1. Natürlich mal wieder keine Stifte in der Nähe, aber 2, 3, 1 sollte ich mir, glaube ich, in mein altes Gehirn reinpressen können. Das alte Gehirn riecht natürlich schon sehr streng. Das ist natürlich das Schwierige, aber sonst... So. Und was hinter dieser Tür verbirgt, was sich da verbirgt, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, danke, dass ihr über die technischen Probleme hinwegschaut, aber ab jetzt wird es wahrscheinlich einigermaßen rund laufen. Bis dahin, besten Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.